Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wahlkampfauftakt der AfD Münchner Süden. Ich darf sagen, ich bin überwältigt von dem Antrag. Da haben wir niemals damit gerechnet und ich werte das als ein super Zeichen für diesen Wahlkampf als Auftakt hier mit 150 Leuten im Saal und im Vorraum. Sie können mich gut verstehen, vielleicht auch einigermaßen im Vorraum. Wir haben eine gute Lautsprecheranlage hier aufgebaut. Wenn man so täglich in die Zeitung schaut, dann liest man häufig Nachrichten, die eigentlich sehr normal klingen und wenig Beunruhigung auslösen. Die Inflationsrate so 2%, vielleicht auch gerade wieder ein bisschen niedriger. Die Umlage für das EEG, ja, Erneuerbare Energiengesetz, lang gesprochen, ist jetzt gestiegen von 6,35 Cent pro Kilowattstunde auf 6,88. Naja, wie viel ist das? Die Zahl der Flüchtlinge, 1 Million in 2015, 320.000 in 2016, ist ja vielleicht alles gar nicht so dramatisch. Ja, wenn man von Monat zu Monat sich solche Zahlen anschaut und solche Meldungen hört und liest, dann ist das vielleicht gar nicht dramatisch. Und jetzt auf die Bundestagswahl zu, tun natürlich die großen Parteien und die Bundesregierung auch alles, um die Leute, uns alle, zu beruhigen. Es gibt aber auch andere Nachrichten. In den letzten Tagen war zu lesen, der IWF, der Internationale Währungsfonds, sagt, die Schulden Griechenlands sind in hohem Maße untragbar. Im Januar haben wir ein neues Wort kennengelernt. Dunkelflaute. Dunkelflaute ist, wenn wenig Licht da ist und wenn kein Wind weht. Und dann sind halt keine Solar- und Windenergieströme da. Dann braucht man den Strom irgendwie anders und dann wird es kritisch. Massenschlägereien in Hanau. Letzte Woche. Die Polizei ruft dann um Hilfe, braucht Verstärkung, weil da verschiedene Gruppen in der Stadt aufeinander losgehen. Wenn man sich das anschaut, stellen wir fest, ja, wir haben schon ein Problem. Und vielleicht sogar mehr als eines. Wenn man die große Linie anschaut, wenn man nicht nur auf die Monate schaut, sondern auf die Jahre, wenn man schaut, wie das wenn man das jetzt alles weiterschreibt, was jetzt gerade so passiert und was sich jetzt gerade so entwickelt, dann sind wir eben doch auf dem Weg in eine Destabilisierung, in eine Zukunft, wo man sich Sorgen machen muss. Beispielsweise wegen unserer Währung. Die Eurozone hat von Anfang an nicht zusammengepasst. Der Euro ist ja ein politisches Projekt, kein Projekt, das nach wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit entworfen wurde. Und die Bruchlinien werden immer deutlicher. Der Euro hat schon zu Unfrieden innerhalb der Eurozone geführt. Sie haben vorhin selber die Bilder gesehen, was in Griechenland über Deutschland, vertreten durch unsere Kanzlerin, gesagt, geschrieben, gedacht worden ist. Der Euro, der einmal ein Friedensprojekt sein sollte, schafft jetzt Unfrieden in Europa. Die Exporte, die wir nach Griechenland, Spanien, Italien, Portugal haben, wo wir viele Milliarden einnehmen, lassen wir zum guten Teil anschreiben. Die wenigsten wissen das. Es gibt so eine Art Verrechnungskonto zwischen der Bundesbank und den Nationalbanken von den anderen Euro-Ländern. Und da haben wir mittlerweile 800 Milliarden gut. Tage 2 nennt sich das. Und die Frage ist ja, ob die anderen Länder das jemals bezahlen können. Oder ob wir nicht da auf einem ungedeckten Scheck sitzen, den wir für unsere Exporte zum Teil bekommen haben. Die Nullzinspolitik trifft jeden von uns, der Lebensversicherung hat, jeden von uns, der einen Bausparer hat, jeden von uns, der Geld auf der Bank hat, vielleicht auf die Seite gelegt als Altersvorsorge. Das bringt jetzt nicht das, was einmal einkalkuliert war. Und diese Nullzinspolitik dient ja auch dem Zweck, den Euro zu retten, die Banken zu retten.
Man will aber jetzt nicht dieses Problem-Währungs-Ding-Projekt auseinander wieder nehmen und rückabwickeln. Nein, man sagt jetzt, es muss noch mehr vergemeinschaftet werden, damit das wieder in Ordnung kommt. Und ich sage, damit kommen wir noch tiefer in die Probleme. Beispiel Energie. Ich habe gerade den Begriff Dunkelflaute erklärt. Die Sicherheit unserer Energieversorgung sinkt nach unten, auch mit jedem Kernkraftwerk, das wir abschalten, ohne dass wir einen gleichwertig stabilen Ersatz für die Energieversorgung haben. Die Preise steigen. In Deutschland zahlt man im Durchschnitt für eine Kilowattstunde mittlerweile 30 Cent. Und es gibt in ganz Europa noch ein Land, in dem man mehr zahlt. Das ist Dänemark. Da zahlt man noch einen Cent mehr. In Bulgarien zahlt man 9 Cent für eine Kilowattstunde. Wir sind also, was die Energieversorgung angeht, mittlerweile ein Hochpreisland. Und das wirkt sich natürlich nicht nur auf uns und Sie als Verbraucher und Bürger aus, sondern auch auf unsere Wirtschaft. Und wenn man jetzt eben nicht die Kernkraftwerke nur durch Wind und Sonne ersetzen können, sondern auch dann Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke wieder einsetzen müssen, dann steigt am Ende sogar der CO2-Ausstoß. Und was passiert? Es wird die Schraube angezogen, dass wir alle bei unseren Häusern die Wärmedämmung noch weiter nach oben noch weiter regeln müssen, noch weiter verschärfen müssen, dass da dann weniger CO2 emittiert wird. Und am Ende steigt also der Druck auf uns Bürger. Auch hier geht der Weg in die falsche Richtung. Stichwort Migration. 1 Million ist jetzt in 2015 zu uns gekommen. Es wird gesagt, dass in Afrika 20 bis 30 Millionen Menschen quasi auf gepackten Koffern sitzen, die den Weg ins gelobte Land nach Europa und am liebsten nach Deutschland oder nach Schweden antreten wollen. Weil es heißt, da gibt es das meiste Geld. Bis zum Jahr 2050 wird sich nach den Prognosen die Bevölkerungszahl in Afrika verdoppeln. Von heute 1,2 Milliarden auf dann 2,5 Milliarden. Gleichzeitig entwickelt sich bei uns die Bevölkerung nach unten. Jede Generation ist um ein Drittel kleiner als die vorherige, weil pro Frau und Mann im unterm Strich natürlich dann auch ungefähr 1,4 Kinder auf die Welt kommen. Und als Lösung wird uns dann empfohlen, naja, wir brauchen halt Zuwanderung, dann passt es schon. Dass es da ein kleines Problem gibt, mit dem wir die Kulturen zusammenpassen, das möchte man uns nicht so gerne sagen, aber jeder von uns weiß es, auch hier werden die Probleme größer. Wie ist es dann mit dem sozialen Frieden? Der Fokus hat in den letzten Tagen geschrieben, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, die Zahl der Salafisten, also der radikalen und gegebenenfalls auch gewaltbereiten Islamisten, ist in Deutschland jetzt über 10.000 gestiegen. Und die verfolgen als Ziel die Errichtung eines Gottesstaates. Das heißt, die wollen etwas völlig anderes als unsere demokratische Verfassung, die wir heute in Deutschland haben. Und die wollen das eben nicht nur mit friedlichen Mitteln, wir haben das erlebt. Terror in Paris, Terror in Brüssel und jetzt vor Weihnachten Terror in Berlin. Die Einschläge kommen näher. Es wird uns erzählt, das seien ja Einzelfälle. Das seien ja Verrückte. Und ich habe das Gefühl, und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, dass hier sehr, sehr viel heruntergespielt wird und dass da auf uns noch eine ganze Menge wartet. Das sind ein paar Beispiele dafür, was uns in der Zukunft tatsächlich blühen kann. Wenn man jetzt einmal nicht nur von Monat zu Monat denkt, sondern dann auch von Jahr zu Jahr und auch über die vierjährigen Wahlperioden hinaus, was ja gerne in
Politiker denkend machen wird, wie er dann denkt so, bis zur nächsten Wahl und ob er selber wieder weitergewählt wird, wieder und wieder gewählt wird. Und das ist aber unser Anspruch als AfD, dass wir da ein Stückchen weiterdenken und uns die Frage stellen, wie schaut es denn dann in 10 und in 20 und in 50 Jahren aus? Und da schaut es zum Teil eben düster aus. An der Stelle will ich einen harten Schnitt machen und erst einmal die Frage auf den Tisch legen, was hat denn das eigentlich mit dem Münchner Süden zu tun? Und warum stehe ich hier und erzähle Ihnen das jetzt? Natürlich ist es so, dass alles betrifft uns auch. Niemand ist davor gefeit, keine Stadt ist davor gefeit, einen Terroranschlag zu erleben. Wenn das Licht ausgeht, dann geht es auch hier aus. Wenn die Bevölkerungszusammensetzung sich so ändert, dass man sich nicht mehr zu Hause fühlt, dann ist das auch hier im Münchner Süden. Und die Alternative für Deutschland tritt an, um den Niedergang unseres Landes zu stoppen und dafür zu sorgen, dass wir eine bessere Zukunft haben als die, die man erwarten muss, wenn man sich das alles anschaut, was heute läuft. Und die Alternative für Deutschland im Münchner Süden hat mich als Direktkandidaten nominiert für den Deutschen Bundestag und ich darf mich Ihnen heute als Ihr Kandidat für den Münchner Süden vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Wiele, ich bin gebürtiger Münchner, 52 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin geschieden und von Beruf her bin ich Diplom-Informatiker. Und als Informatiker bin ich das gewohnt, dass ich für meine Kunden Systeme entwerfe, die durchdacht sind, die dauerhaft sind, zuverlässig funktionieren. Und wenn ich dann auf das schaue, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und wie sich unser politisches System entwickelt, dann stelle ich mir schon manchmal Fragen nach den Fehlern. Und das ist die Sache, die mich bewegt, mich zu engagieren in der Politik für die Alternative für Deutschland, für unser Land. Ich bringe schon ein wenig politische Erfahrung mit. Ich war schon, das war in den 90ern, 3 Jahre im Bezirksausschuss, Nachbarbezirk, Sendling-Westpark. Ich war 8 Jahre im Stadtrat hier in München, 1994 bis 2002. Und damals war ich bei der CSU. Warum heute nicht? Dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Sätze erzählen. Ich bin 1982 in die CSU eingetreten und damals war gerade angesagt Regierungswechsel und es war die Rede von einer geistig-moralischen Wende. Von einer Abkehr von dem, was an linksliberaler Politik nach der 68er Zeit in Deutschland sich breit gemacht hatte. Und diese Abkehr hat nie wirklich stattgefunden. Ich bin aber keiner, der schnell aufgibt. Ich habe weitergemacht. Auch dann, als 1992 der Maastrichter Vertrag kam, ich war von Anfang an für die Erhaltung der deutschen Mark und gegen die Einführung des Euro. Und ich erinnere mich noch, 1992 war ich auch mal auf einem Parteitag von der CSU und war einer von 18 Leuten, von 800, leider nur 18, die gegen den Maastrichter Vertrag gestimmt haben. Bravo. Und ich bin auf meiner Position gesehen. Dieser Trend nach links ist noch ärger geworden. Und deshalb habe ich mich dann so 2002 in einer Art innere Immigration, politische innere Immigration zurückgezogen. Das war auch ganz gut für meine Kinder, die waren damals ganz jung und für die habe ich dann mehr Zeit gehabt. 2010 kam dann die Griechenlandrettung, wo alles über den Haufen geworfen worden ist, was beim Maastrichter Vertrag einmal versprochen worden ist. Beispielsweise, dass kein Land für die Schulden anderer Länder eintreten muss. Da bin ich dann schon sehr hellhörig geworden und habe mich gefragt, ja, tut da jetzt jemand was dagegen? Dann kam 2011 noch die Energiewende. Man kann über die Atomkraftwerke streiten.
Aber dass man so überstürzt macht, dass man noch gar nicht weiß, wie man es ersetzt, das hat mich nochmal zweifeln lassen an der politischen Vernunft. Applaus 2013 war die Alternative für Deutschland endlich da und dann bin ich auch eingetreten. 2015 kam dann noch die Migrationskrise, die hat bloß mich selber auch bloß noch bestätigt, dass ich bei der richtigen Partei bin. Und die CSU, meine Damen und Herren, ich will ja nicht nur schimpfen über die Partei, in der ich mal war, aber ich muss es sagen, die CSU ist mittlerweile eigentlich eine Gefangene der CDU. Sie erinnern sich noch, der Herr Seehofer hat in den letzten 2 Jahren einige Ultimaten nach Berlin gestellt. Wenn jetzt nicht bald Obergrenze geschlossen ist, dann gibt es aber Ärger, hat er gesagt. Ja. Keines von diesen Ultimaten hatte Erfolg, aber kein einziges Mal ist etwas passiert. Das heißt, da stellt sich einer hin als der brüllende Löwe von München aus und landet dann in Berlin als Schmusekätzchen. Wir stehen also hier vor einem politischen Leichtgewicht und wir brauchen eine bessere Vertretung für die Interessen Bayerns in Berlin. Und hier im Münchner Süden ereignet sich sogar noch ein ganz besonderes Drama. Der Münchner Süden hatte ja für viele Jahre einen Bundestagsabgeordneten direkt gewählt, der als rechtsstreitbar galt. Sie wissen alle, von wem ich spreche, von Peter Gabeiner. Ein kritischer Geist, der immer wieder angeeckt ist und der auch dann missbraucht wurde, als das Aushängeschild der CSU. Ja, also konservative Positionen vertritt man ja auch noch. Und das darf bei uns auch noch jemanden geben, der gegen den Euro ist. Aber dann haben sie ihn gezwungen oder wollten sie ihn zwingen, dass er bei der dritten Griechenlandrettung auch noch zustimmt. Und irgendwann ist es ihm halt zu dumm geworden und er hat sich zurückgezogen. So weit, so ehrlich. Aber die Konsequenz, die er gezogen hat, ist irgendwie nur halb. Denn er unterstützt jetzt ja immer noch die Partei, die mit der Frau Merkel immer wieder mit dackelt. Wenn er wirklich konsequent wäre, dann würde der Peter Gauweiler heute zur AfD gehen. Und wir müssen befürchten, dass es eben mit dem, was die Schwarzen uns auftischen, auch nicht besser wird. Die Anpassung an den Zeitgeist geht weiter, zusammen dann mit der CDU. Die Politik der Kanzlerin geht immer wieder ein Schrittchen in die Richtung der Abschaffung Deutschlands. Eingliederung, Einbindung, Aufschmelzen in der Europäischen Union und auch ein Wandel der Bevölkerung, wo man sich dann fragen kann, wie unser Land eigentlich sein Gesicht noch behalten soll. Im Wahlkampf wird dann nach rechts geblinkt. Da wird dann gesagt, ja, wir wollen jetzt eine Obergrenze und. Und auf eins dürfen wir wetten. An dem Tag, wo die Wahl vorbei ist, wird es wieder heißen, ja, und wir müssen ja, und ja, und wir konnten uns ja nicht durchsetzen, und deshalb läuft jetzt alles so weiter wie vorher. Und das wollen wir nicht mehr haben. Und an der Stelle muss ich auch dem Peter Gauweiler vorwerfen, dass er einfach politisch nicht konsequent ist. Deshalb erhebe ich den Anspruch, hier für die AfD der eigentliche legitime politische Nachfolger für Peter Gauweiler im Deutschen Bundestag zu sein. Ein paar Sätze, meine Damen und Herren, zur politischen Situation im Ganzen. Man muss ja auch mal ein wenig hinter die Kulissen schauen. Ein großes Problem in unserem Land ist dieser linke politische Zeitgeist, der sich seit 1968 immer breiter gemacht hat. Dieses Gefühl, ja, wir müssen gegenüber aller Welt zeigen, dass wir die Guten sind und verbunden auch mit dem Verdacht, ja, sozusagen der einfache Bürger
der ist im Zweifelsfall dumm oder vielleicht sogar noch was Schlimmeres. So, im Herzen und im Verborgenen ganz böse. Dann schottet sich die politische Elite ab. Politik, die großen Medien tun den Bürger lieber belehren, anstatt zuzuhören. Und machen es uns immer schwerer, das Wort zu ergreifen. Jetzt wird auch im Internet schon über Zensur nachgedacht. Und es werden schon ganz seltsame Vereine mit Leuten, die Stasi-Vergangenheit haben, zum Kontrollieren bei Facebook eingesetzt. Da muss man sich schon mal am Kopf kratzen. Das Stichwort 1968 habe ich schon erwähnt. Die marxistische Studentenbewegung von damals, die haben zuerst die Revolution geprobt. Die haben aber dann gemerkt, dass die Arbeiterschaft, darauf hatten sie gesetzt, nicht mitspielt. Dann haben sie die Taktik geändert und gesagt, sie treten jetzt den Marsch durch die Institutionen an. Und da sind sie heute an vielen Stellen angekommen. Sitzen viele von den Leuten, die eigentlich so wenig auch mit unserem Land am Hut haben, jetzt oben bei den Medien, in den Parteien, zum Teil in der Justiz, zum Teil sogar in den Kirchen und bestimmen den Zeitgeist mit und was in unserem Land gemacht wird. Und eines der politischen Instrumente, die sie benutzen, ist der sogenannte Faschismusverdacht. Man sagt, ja, ist da hinter irgendeiner Meinung vielleicht etwas Verdächtiges? Und dann ist man gleich in der Ecke. Da kann man über viele Themen nicht mehr ordentlich diskutieren. Und wenn man über viele Themen nicht mehr ordentlich diskutieren kann, dann werden auch die politischen Probleme immer schlimmer. Weil ja keine offene Diskussion stattfindet. Und ich wette, beispielsweise die Flüchtlingskrise wäre nicht so übel geworden, wenn wir eine freiere Diskussion in unserem Land hätten. Und ich wette, es wäre in den 90er Jahren nicht möglich gewesen, den Euro gegen den Willen der Mehrheit in diesem Land einzuführen, wenn wir eine völlig offene politische Diskussion hätten. Und an der Stelle müssen wir vieles ändern. Wir brauchen mehr Meinungsfreiheit in diesem Land. Die offene Diskussion über ein Problem ist der Anfang zu seiner Lösung. Und für die Lösung von vielen Problemen haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das Ruder herumreißen und ich sage als politisches Ziel der AfD, und das sage ich Ihnen, wir wollen haben, dass Deutschland auch in 50 Jahren für unsere Kinder und für unsere Enkel noch erkennbar Deutschland ist. Dafür brauchen wir einen grundlegenden Richtungswechsel. Und wir müssen auf das, wir haben die Probleme vorhin uns angeschaut, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir wollen darauf auch die Antworten des 21. Jahrhunderts geben. Und dazu stehen wir als AfD. Wir wollen die Antworten des 21. Jahrhunderts geben und nicht, wie es die Etablierten gerne tun, in ihre alten Programme greifen und versuchen, das mit den Lösungen des 20. Jahrhunderts zu bewältigen, denn das wird nicht funktionieren. Ich will Ihnen ein paar Beispiele geben. Wir brauchen viel mehr Förderung für Familien und Kinder. Beispielsweise im Steuerrecht. Beispielsweise durch ein Familiensplitting, das, so wie man es in Frankreich auch macht, die Kinder mit einrechnet, bevor der Steuertarif angewendet wird. Und man muss dafür sorgen, dass die steuerrechtliche Situation auch so bleibt, wenn es mal zu einer Scheidung kommt. Und ich sage Ihnen auch warum. Denn viele Männer und Frauen überlegen sich bei der Familiengründung auch, ja, es könnte ja auch schief gehen und wie stehen wir denn dann da? Und die Leute wissen, dass das im Moment sehr, sehr schwierig werden kann. Und auch da muss der Staat etwas ändern, damit sich die Leute trauen, mehr Familien zu gründen. Da müssen wir was ändern.
Und auf der anderen Seite müssen wir den Zuzug nach Deutschland nach den Interessen unseres Landes steuern. Es gibt ja Vorbilder dafür. Lupenrein demokratische Staaten wie Australien und Kanada. Beispielsweise die Kanadier mit ihrem Punktesystem, die Zuwanderer und die möchten gerne schon Qualifizierte, Sie haben das Stichwort schon genannt, Zuwanderer in ihr Land bekommen. Und da geht es eben darum, wer kann schon die Sprache, wer bringt eine Ausbildung mit, wer bringt vielleicht noch ein bisschen Geld mit, der ist herzlich willkommen. Wer aber nur kommt, um Geld zu bekommen, ist nicht so willkommen. Die Australier kleben Plakate in den Ländern, aus denen viele Zuwanderer kommen oder kamen, auf denen steht ganz groß drauf, no way. You will not make Australia your home. Die sagen das im Vorhinein. Es wird nicht klappen, wenn ihr euch in die Boote setzt und kommt, die Küstenwache wird euch abfangen und zurückfahren. Und das ist der Unterschied zu dem, was bei uns im Mittelmeer passiert. Werden aufgesammelt und nach Italien geholt. So kann man natürlich die Schlepper nur unterstützen, aber nicht bremsen. Und hier muss sich ganz drastisch etwas ändern. Wir brauchen mehr Freiheit und Selbstbestimmung für Deutschland und weniger Macht für Brüssel. Denn wir brauchen ein Europa, das, so wie es sich die Gründerväter einmal vorgestellt haben, als Zusammenschluss der Vaterländer funktioniert, das nicht diesen riesen bürokratischen Wasserkopf hat, der am Ende von allen bloß noch als Fremdbestimmung empfunden werden kann. Wir brauchen mehr Volksabstimmungen, auch auf Bundesebene, für die Machtausübung durch die Bürger. Und im Umkehrschluss weniger Macht für die Parteien. Was auch heißt, weniger Macht für die AfD, falls wir mal groß sein sollten. Wir wollen das nicht in der Form von oben nach unten regieren. Wir wollen mehr Meinungsfreiheit und keine Political Correctness. Und wir wollen die Achtung und den Respekt vor Demokratie und Rechtsstaat und ein Ende der Willkür und der Rechtsbrüche durch die Regierung. Das, meine Damen und Herren, ist dann eine wirkliche Wende. Eine Abkehr vom heutigen Zeitgeist. Es muss Einzug halten der Respekt vor dem selbstbewussten Bürger. Auch ganz oben muss dieser Respekt Einzug halten. Und dann sind wir ganz nah an einer Reparatur unseres politischen Systems, die wir so dringend brauchen. Das wird viele Jahre dauern, aber damit müssen wir heute anfangen. Und ich bringe mit meinen Willen, meine Kraft und meine politische Erfahrung. Und ich bin mir sicher, wenn wir gemeinsam auf diesen Weg gehen, ist das auch das Beste für unsere Kinder und für unsere Enkel und für unser Deutschland. In diesem Sinne bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für mich als Direktkandidaten im Münchner Süden und für die AfD im Ganzen.